Und damit, hier, Leute, was geht, mein Herz kommt zu dieser neuen Folge von Paper Mario the Origami King Refolded. Refolded, fragt ihr euch? Naja, Refolded ist eine Paper Mario the Origami King Mod, die das Spiel wieder so ein bisschen in Richtung der alten Paper Mario Teile führen will, damit sie auch wieder ein bisschen mehr Spaß machen. Genau. Wir haben beim letzten Mal eine Kachel eingesammelt, den Pergamenton-Tempel vom Wasser-Pergamenton betreten, und Kaffee gefunden. Okay, steppen wir hier nochmal rein. Und wir haben geisteskranke Items gekauft. Neue Sprünge, Bohrsprünge, Sprünge, mit denen wir ein ganzes Riesenfeld abklappern können. Es ist komplett krass. Es ist der Wahnsinn. Geist, schaut euch die letzte Folge an. Sie war komplett gestört. Guten Tag. Was darf sein? Ja, ein Kaffee. Warum nicht? Hätte ja nicht erwartet, dass du jemals hier reinstolperst, Mario. Dies ist unsere geheime Zuflucht. Hier kommen wir Schergen nach einem harten Tag voller Auf- und Ablauf her, um zu entspannen. Schon etwas komisch, den Feind hier bei uns zu haben. Aber diesmal sind wir auf derselben Seite. Aber wo du schon mal hier bist, Mario, du findest doch sicher auch, dass Goombas die stärksten Schergen sind, oder? Wir sind doch schließlich fast immer die Ersten, denen du dich stellen musst. Habe ich recht? Wir bilden die Vorhut, das heißt, wir sind König Bowsers Favoriten. Wir geben immer 110%. Träum weiter, Kumpel. Shy Guys geben immer 120%, egal wo und wann. Wir sind die Favoriten. Shy, oh why? Wer hat denn bei der Flucht aus dem Pilzpalast die Clownskutsche geflogen? Eben, ein Shy Guy. Ich habe sogar gehört, dass sich der Typ, der das alles hier angezählt hat, erst als Shy Guy verkleidet hat. Shy, oh why? Gibt jetzt erstmal Ruhe. Tut mir leid, Mario. Die zwei liegen sich damit ständig in den Haaren. Goombas und Shy Guys, Mario und Chang, ist doch alles egal. Wir sind alle aus demselben Papier gemacht. Und jetzt trinkt euren Kaffee. Oh, richtig tiefe Worte von ihm. Jetzt guck, wir werden voll geheilt. Finde ich nice. Finde ich sehr nice. Guys, ich habe wieder mehr. Wenn ihr hiervon nichts verpassen wollt, lasst ein Abo da. Es wird geisteskrank. Die Mod ist, by the way, von Hunter Xuman. Der hat sich in seiner Freizeit hingesetzt und ziemlich viel Spaß gehabt. Wieso bin ich hier? Nachdem ich jetzt erstmal wieder eine halbe Stunde gebraucht habe, bis ich überhaupt hier bin, hoffe ich, dass wir jetzt endlich dieses Rätsel hier lösen können. Ich habe ultra Bock drauf. Und wir reden nicht darüber, warum das so lange gedauert hat. Ich habe mich sehr davor gescheut zu googeln. Deswegen wollte ich selber lösen. Und damn, war das schwer. Aber, oh Gott. Wir sind erst 9 Minuten in der Aufnahme und ich bin hier schon wieder komplett seit einer Stunde mittendrin. Let's go, wir haben eine Röhre, ich habe keine Ahnung für was. Gibt's da nochmal Coins in der Mitte? Let's go, ich will jede Coin mitnehmen. So viel wie es geht. Oh ja, ein Pilz ist auch... Pilz ist eigentlich nicht schlecht, wenn wir mal einen taken. Ihr merkt schon, wir haben wenig Leben. Stärker als Eisenstiefel, aber nicht geeignet für Stacheln. Ey, damit bin ich voll cool. Hauptsache, wir kriegen ein bisschen was Stärkeres. Weil das Ding ist, die uns stärker als Eisenstiefel verkauft werden, greifen immer nur einen Gegner, machen dafür halt geisteskrank viel Schaden. Aber, ja, trotzdem. Nice ist es halt nicht. Doch, jetzt werde ich weiter. Damn. Nein. Ich drücke nach links. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich schon nach links drücke. So, der fährt nach unten. Damit geht das Maul auf und wir können zu Pergamenton. Right, please. Klasse, das Maul des Wasserpergamentes steht jetzt weit offen. Jetzt sieht es wirklich so aus, als würde es brennen. Oh, sieh mal in seinem Maul. Ist das eine Treppe? Das muss zur Kammer des Tempels führen. Ob wir es wohl darauf geschafft hätten, ohne dass wir die Statue uns wegmampft? Keine Ahnung, ich will nichts mit diesem blöden Flapflaps. Flapflaps, believe it or not, sind so overpowered hier. Es ist krass. Oh, wir können hier speichern. 100.000 Mal. Ich will Doppelspeicher. Nee, ich will hier ganz, ganz öffnen, mal sicher gehen. Und dann steppen wir rein da. Let's go. Kommen wir schon zum Bossfight? For real? Das sieht so bossfightig aus. Wir werden sehen. Und Mario, hast du eigentlich schon dieses ultra-realistische Wasser gesehen? Das sieht doch mega krass aus. Aber jemand hat es zusammengefaltet. Das ist gar nicht mehr, wie die Statue aussieht. Komm schon, Mario, wir müssen das hier wieder gerade biegen. Retten wir das Wasser-Pergamenton. Oh ja, dafür bin ich doch heute hier. Oh, damn. Ich habe mega Bock, diesen neuen ultra-krassen 25-Damage-Jump zu probieren, ob der wirklich so krass ist. Ui, schau mal nur diese Wasserwirbeln. Ich hätte mir schon gedacht, dass das Wasser-Pergamenton gerne mal mit Wasser spielt. Aber so? Das sieht schon krass aus. Vor allen Dingen, ich hätte mich heilen müssen, Guys. Schaut auf unsere Leben, das ist gar nicht gut.
Ich glaube, wir zünden auf jeden Fall eine Heilung. So, wir steppen nach rechts, wir steppen nach unten. Und wenn wir nach unten steppen, steppen wir auf den Einschalter, auf einen Zusatzangriff und auf Attacke, ja. Ich hätte gerne ein Herz eingesammelt, aber ich glaube, so nötig haben wir das dann doch nicht. Oh nein, es hat die Felder einfach weggespült. Komm schon, Wasserpergamenton. Mach nicht so eine Welle. Aber das hat uns gar nicht gestört. Aber darauf müssen wir auf jeden Fall achten. Flieg das Wasserpergamenton, bring es mit einem Sprung zu Boden und setze mit dem Hammer nach. Gut zu wissen. Das heißt, wir nehmen auf jeden Fall diesen ultra-damn-heftigen Sprung und dann den schmegotastischen Hammer. Weil das wird uns so gesagt. Let's go. Wir testen den Sprung aus. Damn, wir haben... Also die 8 Damage am Anfang waren auf jeden Fall krass. Und jetzt den Hammer hinterher. Auf exzellent getimt. 13 Damage. Let's go. Ich liebe es jetzt schon. Geblockt. Wichtig, wichtig. Was passiert? Ich kann mich gar nicht an den Kampf erinnern. Hm, kommt dir das Wasserpergament dann auch so ein klein wenig aufgebläht vor? Es hat das Wasser aufgesaugt wie ein Schwamm. Ein super böser Killerschwamm. SpongeBob, bist du's? Okay. Okay, wir müssen auf jeden Fall auf dieses Wasser achten. So, wir rennen nach da, wir sammeln das Herz an, das wäre so krass. Weil, brauchen wir schon Pergamenton? Kein Plan. Und dann, ich weiß nicht, ob wir schon Erdpergamenton zünden sollen oder noch normal attacken. Wir attacken jetzt noch einmal normal. Und ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht. Ich denke aber schon. Hauptsache das Herz. Herzen sind sehr, sehr wichtig gerade. Weil ich lost, wie ich bin halt mit der Mindestanzahl an Herzen hier reingelaufen bin. Es war dumm. Es ist jetzt am Boden, jetzt müsste eigentlich Hammer kommen. Es ist am Boden, also Hammer. Das wurde uns so gesagt. Ich hoffe, das stimmt auch. Oh, 19 Damage. Damn. Gott, oh Gott. Oh nein, was passiert? Wasserwirbelruf? Ah, okay. Das hier. Es fliegt wieder. Oh, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt gut ist oder nicht. Wenn es fliegt, treffen wir es nicht mit dem Pergamenton. Das weiß ich. Doppelte Angriffskraft. Und den saftigsten Sprung, den es gibt. Und ich glaube, dann in der Runde danach auf jeden Fall zu 100% Pergamenton. Sonst ist es problematisch, glaube ich. Da drücken wir ihm jetzt nochmal nicht viel, aber etwas Damage rein. Boah, let's go. Etwas Damage. Was war das hier? Geblockt. Saugt das noch mehr Wasser ein? Es fliegt wieder. Der Bauch platzt hier gleich. Es hängt irgendwas aus. Mach dich auf alles gefasst. Oh nein. Oh nein. Wir brauchen jetzt das Pergamenton. Ich weiß es. Ich spüre es. Ich spüre es. Ich spüre es. Okay, wir nehmen ein Herz mit. Wichtig. Und dann Pergamenton. Ja? Ja. Ich will eigentlich... Nein. Pergamenton wird hier weggespielt. No. No, 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 no. So. Right? Bitte, bitte, bitte. Ich hoffe, bitte, bitte, bitte. Oh, ich habe eigentlich gar keine Zeitprobleme. Uff, aber wir schaffen es, okay. Ey, ich habe, wahrscheinlich ist es so ein Angriff, der uns instant killt, so 50 Damage reindrückt oder so. Deswegen, Pergament macht, Magie, ultra krasser Stuff passiert jetzt. Wir verwandeln uns in das Erdpergamenton und das bringt uns, wir gehen nach oben, okay, aber das greift ja das Pergamenton nicht an. Hä? Oh, doch, tut es? Na, es kann ausweichen? Ja, cool. Hä? Was soll ich tun? Oh, abwehren, abwehren. Es macht jetzt einen Ultra-Angriff. Das hätte mich so aus dem Leben gezündet. Ich calle es. Das hätte mich so maximal destroyed. Das sieht irgendwie nach Faltarm aus. Oh, was für ein elegantes Manöver. Dank des Erdpergaments standest du regelrecht auf der wilden Wasserwut. Aha, dieser Angriff scheint das Pergament erschöpft haben. Doch, jetzt... Ich glaube, das ist richtig. Ich weiß, ihr habt da immer bessere Lösungen. Ich kenne das. Wenn ich mir ein Paper Mario Origami King Video angucke, sehe ich auch immer direkt, was ich tun muss. Also was gefordert ist. Ich weiß das. Aber wenn man selber spielt... Oh no. Ist auf jeden Fall eine andere Erfahrung. Zu erschöpft zum Angriff. Ich glaube, wir hätten die Falldame gebraucht. Er zündet 100.000 Wassertornados. Okay, wir laufen nach da drüben. Wir taken das Herz. Wir laufen nach unten. Machen doppelte Angriffskraft. Zweimal angriffen, doppelte Angriffskraft.
Ja, let's go, so wichtig. Und Heilung, Heilung, Geist, Heilung, let's go. Ey, Pergamenta, du tust mir so leid. Wir machen die Mega-Ultra-Sprungstiefel. Und danach den Bebenhammer, weil wir keinen anderen Hammer haben. Der Auerhammer ist auch so sprungmäßig. Let's go. Es fliegt runter. Aha, nur Spitze, egal. 19 Damage ist heavy. Ist sehr, sehr heavy. No, ich habe nicht abgewehrt, weil ich damit beschäftigt war, hier rumzuwirbeln. Mann, okay. Ich hoffe einfach, dass es nicht mehr diese Superattacke macht. Weil irgendwann brauchen wir auch noch die Faltarme. Ich weiß nur noch nicht wann. Doppelter Angriff, Zusatzangriff, Megastiefel, Hammer. Komm, sagt ehrlich, Guys, ist doch eine gute Runde bisher. Bam. Zu wichtig. Und ein Exzellent. 21. Damn, das Ding ist gleich tot. Komplett falsch geblockt. Lost, egal, egal. Es macht seine Water-Attacke. Water-Attacke? Okay, wir steppen nach unten und wir kriegen den Angriff. Einmal das hier und einmal Hammer. Ich glaube, die Strategie, die wir fahren, ist actually not bad. Ist down? Shazam, Guys. Wir haben es nicht mal mit den Faltarmen besiegt. Ich glaube, das ist was, das habe ich noch nie geschafft. Let's go. Und wir bekommen eine neue Faltfibel. Wunderbar. Oh nein! Sieh mal, Mario! Das Wasserpergament hat sich auch in eine Faltfibel verwandelt. Ja, Olivia, das ist auch gut so. Weil da können wir die Kraft benutzen und das ist wichtig. Mal überlegen. Oh, jetzt verstehe ich. Man muss hier drücken und dann da Like da lassen, abonnieren, das hier rüberfalten, teilen und dann... Ah! Mario, ich glaube, ich habe verstanden, wie es jetzt funktioniert. Wir können es mal ausprobieren. Let's go! Pergament macht. Ich finde diese Animation immer super episch. Also, zumindest beim ersten Mal. Beim zweiten Mal skippe ich sie dann immer. Aber zum ersten Mal, wenn man das freischaltet, das ist einfach ein cooles Feeling von, yo, du hast jetzt was Krasses erreicht. Und das bockt dann auch. Na, wie sehe ich aus? Cool, erhaben, wie das Wasserpergament dann. Puh, ich fühle mich wie ein Blatt Löschpapier. Ich laufe über, Vorsicht. Genau, das Wasser verwandelt sich auch, nachdem es so realistisch wird, in so Papierwasser. Das finde ich voll cool. Hast du das gesehen? Hast du mich gesehen? Hat es so toll ausgesehen, wie es sich angefühlt hat? Ha, jetzt ist es jedenfalls kein Problem mehr, diesen ausgetrockneten See zu übertragen. Das scheint mir richtig. Müssen wir jetzt alles wieder rauslaufen? Obi, du hast ja wirklich auf uns gewartet. Und du hast echt was verpasst. Das Wasserpergament dann war so cool. Und wir haben eine neue Macht erhalten. Was, wirklich? Das Wasserpergament war wirklich cool? So wirklich richtig? Na sowas. Ich habe ein cooles Wassermonster verpasst, aber das macht ja nichts. Vielleicht beim nächsten Mal dann. Keine Sorge, das holen wir nach. Lass uns zurück zum See gehen und die Macht des Wasserpergamentons ausprobieren. Das würde ich doch auch sagen, ist doch eine gute Idee. By the way, möchte ich nur kurz erwähnt haben, dass wir hier noch gar nicht waren. Und wir hier ganz schön verfolgt werden. Nein, ich bin... Hier gibt's die Bohrstiefel? Okay, Guys, wir hätten uns, glaube ich, nichts kaufen brauchen. Wir hätten alles wahrscheinlich so in-game bekommen. Cool. Und wo führt uns die Röhre hier oben eigentlich hin? Ich habe keine Ahnung. Wir haben gar nicht so viele Schnipsel. Oh, da war ein Toad drinne. Oh, ich habe lange darauf gewartet, dass jetzt das sein könnte. Auf jeden Fall. Ist es nicht praktisch, dass man batteriebetriebene Geräte... Ach, brauche ich nicht. So, jetzt steppen wir durch und wo bringt uns das hin? Oh mein Gott, das ist safe ein Shortcut. Das ist ein Shortcut, sogar zu einem Toad. Und dann nach unten, weil da müsste ja der Stausee sein, ganz genau. Oh, da ist ein Affe. Ach, was für ein süßer kleiner Kerl. Hallo, Äffchen. Ich glaube, der ist etwas schüchtern. Ja, scheint mir so. Der scheint nämlich wegzurennen. Ich komme da gar nicht hin. Doch. Woher die Faltarme?
Okay. Hallo Mario, tut mir leid, dass ich so ein bisschen Stuff gemacht habe. Aber danke fürs Retten. Mr. Affe? Der mag uns wirklich nicht. Okay, steppen wir doch mal nach hier vorne, falls ihr euch noch dran erinnert. Vor ein, zwei Folgen. Genau hier hin. Pergament macht. Let's go. So, aber diesmal skippen wir das Ganze. Das haben wir ja vorher schon gesehen. Und jetzt füllen wir den See erneut mit Wasser. Ey, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Das Wasser sieht in 4K so gestört gut aus. Holy shit. Oh mein Gott. Das sieht schon sehr krass aus. Das sieht schon sehr krass aus. Okay. Wäre dies nun auch erledigt? Na, wie gefällt dir das, Bobby? Das ist eine ganze Menge Wasser, oder? Jetzt können wir ins Boot hüpfen und der Luftklang folgen. Das ist das Tollste, was ich jemals gesehen habe, Tantchen. Tut mir leid, dass ich an dir gezweifelt habe. Ich kann kaum glauben, wie viele fantastische Erinnerungen ich an einem einzigen Tag gesammelt habe. Das stimmt, aber wir können jetzt auch hier lang und was gibt's hier? Hier muss jetzt was Krasses gehen, bitte. Schnipsel? Eine Schatzkiste, sehr wunderbar. Ist falsch der Empfehlung. Ein Toad. Also wir werden nicht alle Schatzminis sammeln. Aber wir werden auch ab sofort keine Items mehr im Shop kaufen. Sehr viele Items hiervon. Das ist was ich gerade gehabt. Hier war schon wieder ein Toad drinne. Hey, toll, Mario, danke. Boah, guck mal, ich bin auch ein Toad. Baba, ich habe sogar schon abonniert. Hast du sehr gut gemacht, Toad. Du bist mein Lieblingstoad. So. Wo führt mich das hier hin? Ist das hier der Anfang? Das hier ist der Anfang. Ach stimmt, wir können ja jetzt nicht mehr durchs Wasser nach oben laufen. Deswegen muss es ja einen anderen Weg geben. So, dann steppen wir doch mal zum Boot und fahren los. Doch was uns beim Boot erwartet, sehen wir beim nächsten Mal, Guys. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst ein Like da unten, ein Abo, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Wenn wir mit dem Boot den See, den Fluss runterfahren. Genau. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.